Hallo Leute, hier ist Tata und jetzt gibt's das letzte Vorbereitungsvideo vor dem Turnier, was dann morgen und übermorgen stattfindet. Ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen will ich jetzt nicht ins Mikro schreien. Es kann durchaus sein, dass euch das zu leise ist, dann macht bitte einfach lauter. Wie gesagt, es ist ein Softwareproblem, ich arbeite dran, aber wir müssen noch etwas Geduld haben. Ich mache jetzt einfach mal so ein Spiel, wie es denn morgen oder übermorgen passieren kann. Wie gesagt, es wird auf dieser Map sein, die Map werdet ihr noch oder habt ihr schon zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall benötigt ihr diese Map. Die kann man, wenn ihr sie heute noch nicht habt, kriegt ihr sie bestimmt noch heute Abend per Mail. Hier ist dann der Zuschauer, das ist in dem Fall jetzt einfach eine Ratte, die wird gleich sterben, einfach nur um zu zeigen, dass sie ein Zuschauer wäre. Und jetzt hier ein 1 gegen 1. Ich habe einen Gegner Philipp gegeben. Ich selber werde den Sultan nehmen, um einfach mal zu zeigen, was man denn kann, was man darf, was man sollte und so weiter. In einem richtigen Spiel sind natürlich beide Spieler, deswegen haben beide 8000. Hier ist der Sultan, der Philipp nur 2000, aber das ist gar nicht so schlimm, dann greift er mich nicht leer an und ich kann in Ruhe hier leise, in Ruhe für mich machen. Machen wir kurz Pause. Was ist passiert? Die Ratte hier ist gestorben, Zuschauer stirbt immer an Löwen, das wäre in dem Fall dann ich oder Malte oder wer immer gerade euer Spiel streamt oder zuschaut. Ich habe hier nebenbei auf meinem zweiten Monitor das Sultan-PDF offen. Das, ob ihr das jetzt euch auswendig merkt, ob ihr es euch abgeschrieben habt, oder es ausgedruckt habt oder auf dem zweiten Monitor, das spielt ja erstmal gar keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich es vor mir liegen. Und da steht drauf, was ich für Gebäude bauen darf. Ich darf einen Kornspeicher, einen Markt, zwei Vorratslager, einen Söldnerposten, drei Häuser und 25 schöne Dinge haben. Außerdem als Außenproduktion 15 Holzfäller, zwei Steinbrüche und das war's. Also ich mache immer... Jetzt, weil ich nebenbei noch rede, ein bisschen langsamer und fange einfach mal an. Also, ich darf einen Grundspeicher bauen. Fangen wir mal die großen Gebäude an. Ein Söldnerlager. Das war's, drei Häuser. Ein zweites Vorratslager. Ein Handelsposten. Hab ich irgendwas übersehen? Ja, die schönen Dinge. Genau. Außenproduktion, zwei Steinbrüche. Wie viel Ochsenjoche ihr macht, dürft ihr selber entscheiden. Ich nehme jetzt hier 4. Ich kaufe mal noch ein bisschen Holz, weil das könnt ihr dann ja auch machen. Und bis zu 15 darf ich jetzt bauen. Ob ich jetzt hier 15 brauche, ist das mal egal. Ich dürfte 15 bauen. Wir sind jetzt 5, 3, 4, 5, 10 und hier 5. So, jetzt... Das ist das Maximum, was ich an Gebäuden bauen darf. Keine Nahrungsproduktion. Sultan baut keine Nahrungsproduktion. Die meisten Leute wissen das, aber gut. So, versuchen wir noch so eine Burg zu bauen. Wir dürfen 4 Türme bauen und ein Torhaus. Und ansonsten soll die Burg relativ kreisförmig aussehen. Ich weiß es und ihr alle wisst es auch. Man kriegt die Burg, gerade im Multiplayer, wenn man unter Zeitdruck steht, nicht perfekt rundhin. Das ist ganz normal und ich erwarte nicht, dass sie alle perfekte runden Burgen bauen. Aber mir ist wichtig, dass der Charakter sichtbar und erhalten bleibt. Also, wenn ihr keine runde Burg hinkriegt, dann baut die Burg halt eckig. Das ist, denke ich, voll okay und die meisten Leute werden das, denke ich, auch so machen. Hier kommt dann noch... Komm, wir können sie mal fertig bauen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie irgendwas brauchen. So. So, Bergfried ist komplett. Wir dürfen 4 Türme bauen. Und da wir ja Spieler sind, dürfen wir die Türme sinnvoll platzieren. Also könnte man zum Beispiel sagen, wir bauen jetzt hier 3 Türme und keine Ahnung, weil ich Bock habe, noch einen Turm hier. Aber ihr könnt die wirklich hinbauen, wo ihr wollt. Ihr dürft noch eine Treppe bauen. Gott, gucken, steht das? Das steht gar nicht im Schaum, aber ihr dürft eine Treppe bauen. Das ist kein Problem und ihr dürft es hinbauen. So, ihr müsst das natürlich nicht in der Reihenfolge machen, die ich jetzt mache. Das ist einfach nur, um es euch zu zeigen. Ihr seht, ihr habt bald keine Nahrung mehr. Deswegen dürft und müsst ihr ja fast schon Nahrung kaufen. Ihr dürft Nahrung kaufen, was ihr wollt. Ihr dürft allgemein immer kaufen, auch wenn ihr jetzt eine KI spielt, die eigentlich nichts kauft, dürft ihr das machen. Oh, ihr dürft, beziehungsweise, ja, solltet schöne Dinge bauen. Was hatten wir als Zahl gesagt? 25. 1, 2, 3, 4, also ich zähle jetzt hier bis 25, stellt jetzt mal vor, ich hätte gezählt.
25 schöne Dinge. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Vielleicht sind es jetzt mehr oder weniger. Wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr das Video dann am Ende pausieren. Ich sag, jetzt sind es 25, wahrscheinlich sind es zu viele. Egal. Ihr habt vor dem Spiel clevererweise hoffentlich, wenn ihr Sultan spielen wollt, einen arabischen Fürsten ausgewählt, habe ich jetzt nicht gemacht. Das heißt, ich habe Pech und muss die Einheiten auflösen. Denn der Sultan baut keine europäischen Einheiten, besitzt keine, deswegen müssen die aufgelöst werden. So, da kann man gleich das nächste. Was darf der Sultan für Einheiten bauen? Auch hier gucken wir wieder auf die Liste und erkennen arabische Schwertkämpfer, Schleuderschützen, Feuerwerfer und arabische Bogenschützen. Die arabischen Bogenschützen dürfen nicht auf Türmen oder Torhäuser platziert werden, weil das macht der Sultan nicht. Das heißt, ihr dürft jetzt hier eure restlichen Einheiten hier platzieren. Auf dem Bergfried dürfen zum Angriff sammeln natürlich auch mal ein paar arabische Bogenschützen sein, aber jetzt, die sollen da nicht zur Verteidigung sein. Ich verteile mal hier einfach mal noch ein paar. Einfach nur um zu zeigen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. So, es ist zum Beispiel völlig erlaubt, arabische Bogenschützen zu bauen und die hier hinzustellen. Dann sind die auch in irgendeiner Form zur Verteidigung da, aber sie sind nicht auf euren Mauern. Die dürft ihr auch hier drinnen hinstellen, ihr dürft jetzt einfach nur nicht auf den Gebäuden haben, wenn der Gegner angreift. Seht hier, dadurch, dass der Sultan so viel Holz und Steine kriegt, die er nicht verbraucht, kann er die verkaufen und dafür wieder Nahrung kaufen. Mit den schönen Dingen könnte ich jetzt auch Steuer erheben. Das schenken wir uns. Wir wissen alle, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist egal. Wie ihr euren Sultan spielt, solltet ihr euch für den entscheiden. Das müsst ihr alle selber wissen. Es geht jetzt vor allem darum, was dürft ihr nicht. Also ihr dürft Bogenschützen nehmen, vor eure Burg stellen. Ihr dürft Bogenschützen nehmen, die in die Mitte stellen. Solange ihr damit auf nichts direkt vom Gegner in Reichweite habt, schießt, ist das okay. Ihr dürft Störangriffe machen mit Sklaven und Rittern, bevor eure Burg fertig ist. Sultan baut weder Sklaven noch Rittern, das heißt, er darf das nicht. Ihr dürft Türme reparieren. Ihr dürft Angriffe machen, aber erst, wenn eure Burg fertig ist. Was heißt, wenn eure Burg fertig ist? Das bedeutet, wenn ihr angreift, dürft ihr danach nichts mehr bauen. Also ihr dürft noch Dinge reparieren, ersetzen, neu bauen, aber ihr dürft nichts hinzufügen. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, meine Burg, die braucht keine vier Türme. Also ich will gar nicht warten, bis ich so viel Stein habe. Ich baue nur einen Turm und nur ein Haus. Und dann ist die Burg eher fertig. Vielleicht sagt auch ich will keine 25 schönen Dinge, ich baue nur 10. Ihr solltet ein paar bauen. Als Pflicht, ihr müsst auf jeden Fall welche davon bauen, aber sagt, vielleicht wollt ihr keine 25 haben, sondern nur 10. Dürft ihr machen, dann dürft ihr auch eher angreifen, aber dann dürft ihr das danach nicht mehr ergänzen. Dann müsst ihr das ganze Spiel mit nur 10 und einem schönen Ding, einen Turm, was habe ich gesagt, nur einem Haus und so spielen. Also, ab dem Zeitpunkt, an dem ihr angreift, dürft ihr nichts mehr nachbauen. Angriffe, es ist nicht wie in den KI-Battles, es ist nicht irgendwie beschränkt, dass ihr jetzt in Bogenschützenreichweite laufen müsst oder abbrechen müssen, euer Nahkämpfer tot zu sich. Diese Regeln gibt es ja nicht, das ist nicht der KI-Kampf. Und ich will das nochmal eindeutig klarstellen, nicht, dass es dann morgen oder übermorgen irgendwie Verwechslung gibt. Es gibt da keine Regeln, wie ihr das machen müsst. Ihr könnt auch theoretisch nur mit Bogenschützen kommen. Also ihr solltet schon ein paar Nahkämpfer, weil es gibt auch keinen Sinn, nur mit Bogenschützen zu kommen. Aber wichtig ist, dass ihr nur die Einheiten verwendet, die verwendet werden und die auch richtig verwendet. Also zum Beispiel dürft ihr keine arabischen Bogenschützen halt zur Verteidigung auf euren Bogen haben, aber ihr dürft mit denen halt angreifen und so weiter und so fort. So, wir besiegen hier wahrscheinlich jetzt gleich relativ früh den Philipp. Und das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, weil der Philipp einfach mal 6000 Gold weniger hatte. Hätte ich jetzt 6000 Gold weniger, wäre ich 4000 Gold im Minus. Also das kann ich nicht. Hätte der Philipp 6000 Gold mehr gehabt, wäre er auch mehr gegangen. Aber die Leute, die morgen sich entscheiden müssen, ob sie Philipp oder Sultan nehmen, sollten das zumindest bedenken, dass der Sultan einen sehr starken Angriff hat. Nämlich dann, wenn er all sein Geld arabische Schwertkämpfer gesteckt hat und dann angreift. Danach kommt nicht mehr so viel nach, weil der Sultan eben nicht die geilste Wirtschaft hat. Das ist beim Philipp genau andersrum.
Wenn er erstmal in Fahrt ist und richtig Bogenschützen pumpen kann, Lanzenträger pumpen kann, seine Religion steht, seine Waffenproduktion steht, dann hat er mit Ballisten und vollbesetzten und man darf ja seine Mauern so voll machen, wie man will, nicht nur 10 Schützen, man kann locker 100 Bogenschützen auf seine Mauer packen. Dann hat es der Sultan schon schwer, da anzugreifen, zumal er zwei Drittel der Burg nicht rankommt, weil da hinten der Wassergraben ist. Also nochmal, überlegt euch, was ihr macht, eure Strategie. Als Sultan überlegen, wie lange ihr das Spiel hinziehen wollt, als Philipp überlegen, ob ihr am Anfang vielleicht jedoch mehr in Truppen investieren solltet. Die Burgen, ich hatte es ja angekündigt, die müssen nicht 100% stimmen, die müssen den Charakter des Originals haben. Also wenn ihr jetzt eine Philippburg baut und die ist zu breit oder zu lang, kein Problem. Sache ist, vorne eine breite Mauer mit zwei quadratischen Türmen, hinten Burggraben, keine Zugbrücke hinten, kein Burggraben vorne. Das sind so die Basics. Ihr dürft, wie gesagt, ihr müsst alle Gebäudearten bauen, aber ihr dürft weniger von denen bauen. Also ihr könnt weniger Häuser, weniger schöne Dinge, weniger, keine Ahnung, Vorratslager bauen. So viel dazu. Wir können ja hier, während ich rede, im Hintergrund noch irgendwas laufen lassen. Das hatten wir denn noch gar nicht hier. Mal sagen, was Saladin Richter, weil ich das nächste. Schauen wir mal. Genau. Also, die Burg muss nicht 100% stimmen, aber man sollte erkennen können, was es ist. Wie gesagt, keiner ist hier Krümelkacker, der sagt, die Mauer ist zu weit links, das ist egal, aber sie sollte von der Form und alles stimmen. Und auch die Elemente sollten so sein, wie das Original macht. Also ich will hier keinen Richter mit Burggraben oder so sehen, dann werdet ihr disqualifiziert. Der Angriff habt ihr gesehen, was ihr machen dürft. Ihr dürft halt angreifen, wenn eure Burg fertig ist, was bedeutet, dass ihr danach nichts mehr bauen dürft. Und Störangriffe mit Sklaven und Rittern dürft ihr eher machen. Ihr dürft eure Truppen auch in der Mitte sammeln. Ihr dürft die Truppen vor eurer Burg sammeln, auch Bogenschützen, die jetzt gar nicht zur Verteidigung benutzt werden, wie zum Beispiel beim Sultan. Ihr steht euch also relativ viel frei. Ihr seid nicht so gebunden wie in den KI-Battles, die wir auch schon mal, die wir früher will ich nicht sagen, die wir jetzt schon länger nicht mehr, aber die wir bis jetzt halt gemacht haben, die kommen auch wieder. Vielleicht kommt ja irgendwann mal Stronghold Crusader 1.5, dass ja auch der Multiplayer dann wieder besser wird. Und das gilt nicht nur für jetzt den Sultan oder den Philipp, sondern das gilt auch für die anderen KIs. Also ich erwarte nicht, dass ihr einen perfekten Ab zum Beispiel bauen könnt. Kalib ist zum Beispiel ist gar nicht so schwer zu bauen. Auch ein Richard ist nicht schwer zu bauen. Wir haben extra auch KIs genommen, dass meistens eine dabei ist, die einfach ist. Also ich denke mal, bei den leichten KIs sind beide einfach zu bauen, aber ein Kalib und ein Richard kann jeder hinkriegen. Zumindest von dem Charakter her. Und ich denke, damit ist es auch alles gesagt. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Ihr habt die PDFs da. Ihr könnt üben. Ihr könnt euch Burgen bauen. Ihr könnt also Burgen vorbauen und überlegen, wie ihr, dass ihr die dann ganz schnell bauen könnt. Ihr könnt das ganz oft üben. Bedenkt, die Spielgeschwindigkeit wird, ich sag einfach mal bei 70. Ich lege das jetzt fest. Spielgeschwindigkeit wird bei 70 liegen. Also trainiert am besten auch mit 70. Und merkt euch auf jeden Fall die Einheiten, Gebäude, die ihr bauen dürft, weil darauf kommt es dann morgen an, dass ihr da nicht versagt, dass ihr das Richtige baut. Nehmt euch vielleicht die Zeit, eine Strategie, überlegt euch, was eure KI gut kann, oder nehmt vielleicht die KI, die das kann, was ihr gut könnt. Und dann ist im spaßigen Turnier morgen der Weg bereitet und wir können morgen richtig viel Freude haben und gucken mal, wer weiterkommt. Und dann am Sonntag übermorgen dann mit oben mitspielt. Wie gesagt, die ersten drei Plätze kriegen Preise, die werde ich dann morgen oder übermorgen verkünden. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Und jetzt habe ich, denke ich, alles gesagt. Wir sehen uns morgen beim Turnier. Übt noch fleißig schön. Guckt in euer E-Mail-Postfach, dass ihr dann die Karten auch installiert habt. Das ist ja eigentlich bloß die Karte aus dem E-Mail in eurem Map-Verzeichnis, das in Dokumente ist. Also unter Dokumente ist Stronghold Crusader, da Maps, da könnt ihr die reinschieben. Und dann habt ihr das gemacht. So, jetzt verabschiede ich mich zum dritten Mal. Also, alles gesagt. Wir sehen uns morgen. Wunderschönen Tag noch. Tschüss, euer Tata.